Aufnahme. So. Auf dem läuft. Racing Fahren. Man. Racing Style. Ich würde sagen, losgehen. Digi, ich sehe dich. Ich sehe dich durch meinen Körper. Yeah. Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online. Tipps und Tricks. Leute, das Feinste Felony Update ist am Start. Wir konnten es uns ziehen. Mit mir am Start ist auch der Enrico Italia, aka Enrico's Paychops, hier mit seinem gemodelten Account. Was geht? Yo, was geht ab, Mann? Geiles Alles gut Update. Bei dir, heute an diesem schönen sonnigen Dienstag. Yo. Ja? Das stimmt. Ja, wir konnten es uns ziehen. Einige haben Probleme irgendwie mit den Servern, aber jo, dafür sind ja die Videos da. Wir machen einen Speedtest. Der neue Pegassi Reaper. Gegen alle möglichen anderen Supersportwagen. Wir gucken mal, wie er abschneidet. Erstmal Pegassi Reaper gegen den Centorino, womit er ja irgendwie so ein paar Gemeinsamkeiten hat. Ne? Wenn wir kurz mal vergleichen. Schauen wir mal kurz so. So, die Front hat ein... Ja, Türen. Front sieht ein bisschen ähnlich aus. Und hinten das Heck, aber dann eher vom Wacker so vielleicht. Jo, Pegassi Reaper gegen Centorino. Speedtest, wie gesagt, bei 1. Mach mal 40, würde ich sagen. Go. Alter, wie der abzieht, ist der Wahnsinn. Und jetzt sind Dorne, Junge. Ey, und alles und alle Autos von den Speedtests sind, wie gesagt, wie immer voll aufgetuned. Komplett alles, was geht. Ja, also Aufholen und Windschatten ist auch aus. Natürlich logischerweise für den Speedtest, dass alles realistisch bleibt. Zyklopenrennen Ford Win. Wir können es ja richtig gut sehen. Gerade der Start war ganz gut. Wir sind beide ungefähr gleich weggekommen. Aber der Centorino hat schon mal gnadenlos abgezogen, was die Beschleunigung angeht. Und Endgeschwindigkeit, glaube ich, habe ich auch nicht so ein gutes Gefühl beim Reaper. Ich habe es ja schon bei der Trailer-Analyse gesagt, der sieht jetzt nicht unbedingt so nach viel Speed aus. Ist ein schönes Auto irgendwo, aber eher sowas zum Anschauen als zum Fahren, würde ich mal so behaupten. Für mich ein Supersportwagen, der sich nicht unbedingt lohnt, dass man den kaufen muss. Also für seine, was kostet der? 1,5 Millionen, glaube ich, waren es circa. Richtig. Also Preis-Leistungs-Verhältnis schon mal der Centorino ein ganzes Stück besser. Ja, also ich meine, wir reden über einen Centorino, ja. Weil Centorino ist ja gar nicht mehr so auf dem Schirm der ganzen Racing-Leute. Das ist eher so T20 und Osiris. Ja, aber guck mal. Allein schon gegen den Centorino kackt der hier schon ganz schön ab, muss ich sagen. Ja. Also für Autofans, für Lamborghini-Fans schon, denke ich, eine nette Investition, wer es sich gönnen will. Ansonsten, wer jetzt sparen will, der sollte sich lieber was anderes kaufen als diese Kiste hier. Das schon mal so viel dazu, ja. Wollen wir noch die anderen Autos machen? Eigentlich schon. Wir machen jetzt mal Reaper gegen, schauen wir mal. Wird er gleich sehen. Bis gleich. Jo, nächster Speed ist Pegassi Reaper gegen den wunderschönen Osiris da drüben oder halt Osiris. Klar, der Reaper wurde jetzt zwar schon abgezogen, also vom Centorino abgezogen, aber wir machen einfach Just for Fun. Wir schauen mal, wer sich so verhält gegen die anderen Supersportwagen. Okay, machen wir auf 45, würde ich sagen. Lego 40. 45. Bam, Junge. Ja, dieses Ergebnis war abzusehen. Ich sehe nur noch die Hecklampen von Enrico Italia, weil, wie ihr alle wahrscheinlich schon wisst, klar ist der Osiris auch deutlich, naja, ein Stück besser auf jeden Fall als der Centorino. Und von daher hat er den Reaper hier auch gnadenlos abgezogen von der Beschleunigung her. Und ich glaube, Endgeschwindigkeit wird es auch nichts mehr werden. Wir machen es aber, wie gesagt, trotzdem just for fun. Kann ja sein, dass immer noch irgendwas Unerwartetes passiert, wo man sich denkt, what the fuck, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, sowas. Warte, ich mach mal kurz den Wackeltrick. Hydraulik, so, und nee, geht ja nicht. Ey, hier hätte ich mir den Wackeltrick, diesen Wackelglitch gewünscht, ja, vom Saber Turbo Custom, wo du dann dich übel schnell machen konntest. Ich weiß nicht, geht das immer noch? Müsste eigentlich... Wer witzig, wenn das noch... Ja, geht immer noch. Alter! Na, was heißt letztens? Hast du es jetzt probiert mit dem Update? Gestern. Okay. Nee, ihr könnt es eigentlich sehen. Ich meine, guck mal. Osiris zieht den Reaper auch in der Endgeschwindigkeit. Weil es jetzt wieder ein bisschen so aussieht, als ob der rankommt. Nein, oder? Er ist übertrieben, oder? Übertrieben! Enrico's Paintjobs ist mir immer noch ein Stückchen voraus. Der Reaper hängt ihm am Ass. Was macht der Reaper? Na, er fährt auf der Stelle. Er fährt auf der Stelle. Nee, das ist mir zu langsam. Ich steige aus. Nächster Speedtest.
Nächstes Beat ist Pegasi Reaper gegen den T20, weil es so viel Spaß macht. Bei 1,35 würde ich sagen. Okay, Lego. Juhu. Und der T20 zieht wieder klar den Reaper ab. Wer hätte das gedacht in der Beschleunigung? Kann der Reaper da ein bisschen was rauskillen in der Endgeschwindigkeit? Wir müssen schauen. Ja, wir machen es just so fun. Nach dem T20 kommen noch zwei Supersportwagen, zwei besondere Supersportwagen. Auch der neue, der kommt auch noch. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen, was das angeht. Wobei, die Überraschung ist vielleicht nicht so groß, wenn man sich das schon sich mal so anguckt, ne? Ja. Ja. FMJ kommt auch noch. FMJ, da nehme ich übrigens an FML, Fuck My Life. So eine kleine Anspielung von Rockstar Games. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Weiß es Rockstar Games? Ganz bestimmt. Pegasi Reaper ist immer noch am Struggeln gegen den T20. Enrico macht so ein bisschen Spaß davon, ne? Na, 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 na. Sehr monoton, ne? Ja, sehr monoton, immer an der Spitze zu liegen, weil der Reaper einfach, ja, er überzeugt mich nicht. Er ist ein bisschen kacke, finde ich. Weiß ich nicht. Nicht so mein Favorite Auto. Ja. Hätte mehr erhofft. Ein bisschen mehr schon als das hier. Naja, Zyklop ist passiert. Ich würde sagen, hier können wir abbrechen. Digga, ich gebe dir 1000 Euro, wenn jetzt der Reaper den Banshee und R abzieht. Okay. 1000 Euro. Pack mal die Kiste gerade. So. Ist ja immer noch das schnellste Auto im Spiel, Banshee und R eigentlich, soweit ich weiß. Außer Sabre Turbo, der ist eigentlich schneller mit dem Glitch. Ja, ohne Glitch meine ich. Ohne Glitch. Mhm. So, okay. Mhm. Speedtest, Pegasi Reaper gegen die Banshee 900R, das schnellste Auto im Spiel, ohne Glitch. Ja, okay, machen wir bei eine Minute. Okay, Lego. One minute. Beschleunigung habe ich ein bisschen... Shit. Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, könnte sein... Ja. Ey, ich dachte, es könnte sein, dass er in der Beschleunigung noch ein bisschen was rausholen kann, weil die Banshee ist ja nicht so gut von der Beschleunigung her, von den Supersportwagen, aber yo, kackt wieder mal ab, der jetzt Reaper. Jetzt zieht sie. Das können wir uns eigentlich schenken, weil wir wissen alle, dass die Banshee 900R den höchsten Topspeed hat, also die höchste Endgeschwindigkeit. Ja. Von daher, wir werden die gleich nicht mehr sehen, die wird ganz kleiner Punkt sein am Horizont. Und von daher würde ich auch sagen, Reaper hat verloren. Nächstes Auto. Reaper hat verloren gegen die Banshee 900R. Von der Beschleunigung und auch von der Endgeschwindigkeit her. Nächstes Auto, bis gleich. Digga, das Car is shit. Yes, of course. Shit Car. Letzter Speedtest. Pegasi Reaper gegen den neuen Vapid FMJ. Ja, vom Finance and Felony nice. Update. Wir würden überlegen bei 1,10. Let's go. Ungefähr gleich Was geht? Er ist ein bisschen schlechter in der Beschleunigung, wa? Kann das sein? Ja, der ist schlechter. Okay. Krass. Aber Endgeschwindigkeit. Endgeschwindigkeit, alles Sieht's klar. Wie sieht's denn da aus? Schauen wir mal. Also Beschleunigung, echt nicht der Hammer. Aber ich würde auch sagen, Endgeschwindigkeit sollte der den ziehen, der neue Vapid FMJ. Vom Finance and Felony Update. Das ist eigentlich, ich würde sagen, es ist der bessere von beiden. Der bessere von beiden vom Update. Der Vapid FMJ. Der FMJ? Ja. Ja, auf jeden Fall. Sieht auch schöner aus, finde ich. Ich weiß nicht, woran liegt es, dass die Beschleunigung etwas schlechter ist als bei den anderen? Weil er so schwer ist. Also, als ich den gefahren habe, den Reaper, der war richtig schwer, wie so ein Panzerauto. Keine Ahnung warum. Nee, ich meine jetzt der FMJ, weißt du, im Vergleich zu den anderen Supersportwagen, weil, wenn wir jetzt mal vergleichen, der hat ja jetzt nicht wirklich krass abgezogen von der Beschleunigung her und darum ist er auch schlechter als die anderen Supersportwagen, also wie T20 Osiris und so weiter und Centrone vor allem. Von daher, komisch, dass er so eine schlechte Beschleunigung hat, das heißt schlecht, aber schlechterer. Strange. Ist er auch so schwer? Eigentlich nicht. Ich meine, das ist ja ein ziemlich... Der FMJ? Ja. Der ist richtig leicht, also damit kann man auf jeden Fall schön mit die ganzen Kurven gehen. Weil der mich so ein bisschen so von der Form... Naja, auf jeden Fall erinnert mich halt an einen Supersportwagen, wo das Gewicht reduziert wurde. Der hier, der Reaper, sieht halt eher so schwer aus. Ne? Da wurde nicht so viel auf, wie soll ich sagen, Renntuning, nicht so viel Wert auf Renntuning gelegt. So. Naja, ist es ja auf jeden Fall klar, das Ergebnis. Pegasi Reaper kackt klar ab, gegen alle. Ja, ist einfach ein Auto, was man sich nicht kaufen sollte, außer man ist wirklich Autofan und sagt, die Karre brauche ich unbedingt, weil sie so geil aussieht. Jo,
Das war's zum Speedtest vom Pegassi Reaper gegen alle anderen Supersportwagen, die irgendwie relevant sind. Um's nicht zu vergessen, wer noch einen gemoddeten Account braucht, wie hier ich hier zum Beispiel, den Extreme Modding Day, der schaut mal in die Videobeschreibung, da ist wieder die Bestellseite von extrememodding.de verlinkt für alles Mögliche, für unendlich Geld, Rang, gemoddete Autos, Speziallackierung, also Paintshops und vieles, vieles mehr. Checkt mal aus. Bis später.